herzlich willkommen zu dieser Session. Es sind eigentlich mehr Leute gekommen, als ich befürchtet oder gedacht hatte, weil das Thema ja für die Buster eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist. C++ hatten wir hier schon lange nichts mehr. Aber auf dieser Buster gab es ja schon gestern, glaube ich, von dem Steve Teixeira auch wieder eine C++-Session. Und das ist natürlich der Hintergrund dessen, warum wir heute da sind. C++ wird vielleicht wieder aktuell. Es gibt diese sogenannte C++-Renaissance. Und die Session ist gedacht für Leute, die vielleicht früher schon mal C++ gemacht haben, ein gewisses Grundwissen haben in C++, dann wahrscheinlich jetzt jahrelang .NET betrieben haben und sich jetzt fragen, wie sieht es eigentlich aus mit C++? Ist das was, wo man wieder einsteigen kann? Wo steht die Sprache heute eigentlich? Was kann man damit machen? Der Hauptteil dieser Session ist deswegen, beschäftigt sich deswegen mit dem neuen Standard C++ 11 und den Features, die da reingekommen sind. Ich möchte aber mal kurz damit anfangen zu sagen, was ist denn die letzten 10 Jahre so passiert, seitdem es .NET gibt? Was ist mit der Sprache passiert? Ist sie wirklich sozusagen scheintot? Aber es stellt sich heraus, das war sie natürlich nicht. Man hat nur nicht mehr so viel darüber gesprochen. Das ist die berühmte TOB-Statistik für die Popularität von Programmiersprachen. Und da sieht man den Verlauf, wie die Statistik aussieht über die letzten 10 Jahre, 2002 bis 2012. Also es geht ungefähr da los, wo auch .NET eingeführt worden ist. Die wichtigste Programmiersprache, die populärste, ist diese grüne Linie hier. Das ist Java. Ist Java mehr oder weniger auch immer geblieben. Hat gewisse Verluste natürlich hinnehmen müssen aufgrund von .NET. Aber es ist mehr oder weniger die Nummer 1 der Programmiersprachen geblieben. Dann haben wir hier C. Das ist ein bisschen dubios. In anderen Statistiken steht C nicht so gut da. Wäre die letzten 10 Jahre ungefähr konstant geblieben. Und hier haben wir C++. Und man sieht, das ist zwar auch gesunken wie Java, aber es war über die ganzen Jahre hinweg im Prinzip die dritt- oder viertpopulärste Programmiersprache, die in Projekten tatsächlich eingesetzt wird. Und es gibt andere Statistiken, die das genauso bestätigen. Also man kann sicher nicht davon reden, dass C++ tot gewesen sei oder tot ist, sondern es war und ist eine der drei wichtigsten Programmiersprachen, die es überhaupt gibt. Könnte man hier noch weiter drauf eingehen. Und jetzt ist es eben so, dass es bestimmte Gründe gibt, warum die Renaissance von C++ ausgerufen wird, hört man an allen Ecken und Enden. Und zwar ist es im Grunde das alte Argument, C++ ist die performanteste Programmiersprache, die es gibt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es nativ, das heißt gegenüber allen Managed-Programmiersprachen haben sie in C++ nicht den Aufwand von Just-in-Time-Kompilierung und es schlägt sich auf die Startseiten ihrer Applikation natürlich nieder. Dann ist es nativ und hat auch eine native Speicherverwaltung. Deswegen haben sie nicht den Overhead von Garbage Collection, wenn sie mit C++ arbeiten. Dann haben wir ein viel komplexeres Typsystem als in den verwalteten Sprachen, was dazu führt, dass zum Beispiel dieses Boxing, das sie in C++ und in .NET generell haben, dass Daten geboxt werden und wieder angeboxt werden müssen, was ein Overhead erzeugt, was hier nicht vorkommt. Dann gibt es in C++ eine Art von Template-Programmierung, die macht, dass viel mehr zur Compile-Zeit ausgeführt wird, als die Generics in einer .NET-Programmiersprache, was auch wieder heißt, in der Laufzeit wird Zeit gewonnen, weil in der Compile-Zeit schon mehr erledigt werden kann. Und schließlich ist es ja ganz allgemein so, dass ich in einem C++-Programm viel besser genau selbst definieren kann, wie meine Daten liegen, auf welche Art und Weise sie verwaltet werden, wann sie wieder freigegeben werden, welche Datengrößen benutzt werden und so weiter. Also auch für händische Optimierung gibt es in C++ viel mehr Raum als in verwalteten Sprachen. Und das alles führt dazu, dass es eine Sprache ist mit einer höheren Performance. Aber die Folge daraus ist nicht mehr wie früher, dass man gesagt hat, die Leistung ist höher, deswegen muss der Anwender weniger auf die Reaktion des Programms warten. Das ist heutzutage oft nicht mehr ausschlaggebend. Aber es gibt andere Vorteile von höherer Performance, weil höhere Performance heißt,
der Rechner muss weniger tun für dieselbe Leistung. Und das heißt zum Beispiel, er braucht weniger Strom. Und wenn er weniger Strom braucht, heißt das auch, wenn Sie ein großes Rechenzentrum betreiben zum Beispiel, Sie haben viel niedrigere Stromkosten, Sie haben viel weniger Aufwand, Ihr Rechenzentrum zu kühlen, und das alles spart im Prinzip Geld und schützt auch noch die Umwelt, weil Sie den CO2-Verbrauch reduzieren. Außerdem bedeutet das, wenn Sie aus einer bestimmten CPU-Leistung mehr Nutzleistung rausbringen, sozusagen, dann bedeutet das, Sie können dieselbe Nutzleistung mit einfacheren oder auch kleineren Prozessoren erzielen. Das heißt, Sie können mit C++ Software schreiben, die auf irgendwie kleineren Handys läuft, und Sie können damit flachere Smartphones bauen. Und das sind jetzt die Gründe, warum diese C++-Renaissance ausgerufen wird, was da genau dahinter steckt und ob wir tatsächlich in 5 Jahren unsere Projekte wieder auf C++ konvertieren, weiß ich nicht, kann ich auch nicht so recht glauben. Aber es sind schon Argumente, die dafür sprechen, sich wieder mal mit der Sprache zu beschäftigen. So, was ist noch die letzten 10 Jahre passiert, außer C++ 11? Und ich habe durch Beobachtung, behaupte ich mal, es gibt in der C++-Entwicklung 3 so Trends. Das eine ist die Standardbibliothek. Wenn Sie vor 10 Jahren geguckt haben, ist die Standardbibliothek von vielen Entwicklern nicht wirklich eingesetzt worden. Sie ist ein bisschen seltsam, weil sie mit Templates arbeitet. Es gibt komische Namen für die Funktionen und für die Klassen. Wenn Fehler auftreten, gibt es ziemlich kryptische Fehlermeldungen. Und irgendwie war das nicht so richtig akzeptiert, wenigstens meiner Beobachtung nach. Das hat sich in der letzten Zeit ziemlich geändert. Die Standardbibliothek wird von immer mehr Entwicklern intensivst eingesetzt. Dann gibt es eine neue Entwicklung, was die Bibliotheken betrifft, nämlich dieses Boost-Projekt. Da werden als potenzielle neue Standardbibliotheken C++-Bibliotheken aus verschiedenen Quellen gesammelt, in einem Review-Prozess unterzogen, wo auch die Qualität geprüft wird, und die werden dann für eine ganz freie Lizenz zum Download zur Verfügung gestellt. Das heißt, da sind 80 Bibliotheken, also für die verschiedensten Einsatzzwecke verfügbar, komplett frei und von guter Qualität, und werden inzwischen auch immer mehr in kommerziellen Projekten eingesetzt. Und das Dritte, was man beobachten kann, ist, dass Templates generell viel höheren Einsatz, viel öfter eingesetzt werden als früher. Dass in einem Projekt selbst Template-Klassen entwickelt werden, habe ich vor 10 Jahren noch ganz selten gesehen. Aber das ist halt was, an was die Entwickler sich gewöhnen müssen und was halt immer mehr reinkommt. Und auch anspruchsvollere Arten der Template-Programmierung, also zum Beispiel Templates mit Template-Parametern oder gar Metaprogrammierung, wo man versucht, einen Teil der Applikationslogik über die Templates schon zur Compilerzeit auszuführen, kommt immer mehr rein. Also aus dem C++ von vor 10 Jahren wird immer mehr eine template-orientierte Sprache. Und modernes C++ kann man sich ohne Templates gar nicht mehr vorstellen. So, und in diesem Sinn geht es eben weiter mit unserem neuen Standard, der vor einem guten Jahr rausgekommen ist, C++ 11, und der sehr, sehr umfangreich ist. Also man könnte sagen, das ist wie C++ 2.0 mindestens. Und so viele Änderungen enthält, dass ich die jetzt natürlich nicht alle durchgehen kann in dieser Session. Ich möchte die wichtigsten mal kurz ansprechen und die interessantesten ein bisschen ausführlicher erklären, auch mit Codebeispielen. Aber alle kann ich natürlich nicht jetzt hier auflisten. Fangen wir mal mit einfachen Dingen an. 64-Bit-Datentypen gibt es in der Standardbibliothek einen neuen Typ, int64t. Und es gibt einen in C++ in der Sprache einen neuen Typ, longlong, der jetzt bei den meisten Compilern auch 64-Bit ist.
aber der von der Definition her einfach nur so ist, dass er länger ist als ein Unsigned-Int. Dann haben wir eine neue Konstante, die endlich das Problem löst. Soll ich einen Nullzeiger als Zahl 0 angeben oder als Null-Makro? Es gibt jetzt ein eigenes Schlüsselwort, Null-Pointer, dafür, das man einfach immer verwenden soll. Und es gibt auch einen speziellen Typ dafür, Null-Pointer-Type, der als einzigen Wert eben den Null-Pointer selbst hat und den man benutzen kann, zum Beispiel um Template-Spezialisierungen dafür zu schreiben. Eine andere Sache, die einfach schön ist, sind Enums, die so ähnlich funktionieren wie die Enums von .NET. Das heißt nicht mehr Enum-Color, Enum-Struct-Color. Und das bedeutet, wenn ich auf so einen Enum-Wert verweise, dann muss ich den Namen des Enumerationstyps davor schreiben, so wie es in .NET ja auch ist. Und es gibt keine Konflikte mehr mit den Wertnamen. Es ist auch so, dass man diese Enum-Werte dann nicht mehr so einfach auf int casten kann und dass man auch bestimmen kann, welche Speichergröße den da dahinter liegt. Für die nächsten beiden Schlüsselwörter zeige ich Ihnen, ein bisschen Code. Das sind Dinge, die man auch teilweise von anderen Sprachen her natürlich kennt. Wir haben hier, ist das so groß, dass das alle lesen können? Wir haben hier eine Basisklasse, eine abgeleitete Klasse. Und hier sind die neuen Schlüsselwörter, die gleich auffallen. Man kann also eine Funktion als Override deklarieren, was dazu führt, dass der Compiler eine Fehlermeldung ausgibt, wenn es in der Basisklasse nichts gibt, was hier überschrieben werden könnte. Und man kann sie auch als Final deklarieren, was dazu führt, dass man von hier nach unten nichts mehr überschreiben kann. Es gibt noch zwei andere Features, die in Microsoft Visual C++ nicht implementiert sind, aber im Standard enthalten. Das ist das ist gleich Default und das ist gleich Delete. Es ist ja so, in C++, anders als in C# zum Beispiel, werden manche Methoden vom Compiler generiert, also ein Standardkonstruktor, ein Kopierkonstruktor, ein Zuweisungsoperator. Wenn man die nicht selbst implementiert, macht der Compiler eine eigene Implementierung. Und das kann man steuern mit diesen Schlüsselwörtern hier. IsDelete bedeutet, das Erzeugen der Standardimplementierung wird unterdrückt. Also hier würde es jetzt keinen Kopierkonstruktor mehr geben. Das musste man in der Vorversion ja dadurch machen, dass man den Kopierkonstruktor private macht und dann nicht implementiert. Aber ihn sozusagen zu verstecken, damit es ihn nicht gibt, das ist nicht gerade intuitiv. Mit C++ 11 schreibe ich einfach IsDelete dahinter. Und mit ist gleich Default lege ich fest, dass ich explizit die Default-Implementierung vom Compiler generiert haben möchte. Das ist ein weiteres Feature, das Sie von .NET kennen, zumindest in dem oberen Bereich. Auto ist das gleiche, was in C# ein var ist. Das heißt, da wird eine Variable definiert, der gleichen Ausdruck zugewiesen wird und der Typ der Variablen entspricht dem Ergebnistyp des Ausdrucks. Das ist halt praktisch zum Schreiben, weil hier müsste man ja jetzt von der Container-Klasse den Iterator-Typen hinschreiben. Das ist meistens ein bisschen umständlich und länglich, kann man sich ersparen. Der Nachteil aus meiner Sicht von diesem Auto ist, dass wenn man den Code liest, an manchen Stellen dann halt einfach dann als Leser rätseln muss, welchen Typ hat diese Variable eigentlich, weil der Programmierer zu faul war, sich das zu überlegen. Auf jeden Fall, das kennen Sie, das da, das ist ein bisschen neu, sieht vielleicht auf den ersten Blick auch verwirrend aus. Das ist erstmal eine Funktion add, eine Template-Funktion mit zwei Template-Argumenten, die soll einen Wert vom Typ T addieren zu einem Wert vom Typ U. Der Rückgabewert der Funktion ist hier jetzt als Auto angegeben. Es gibt nämlich auch eine neue Syntax für den Rückgabewert von Funktionen. Man kann auch dahinter einen Pfeil schreiben und hier dann den Rückgabewert der Funktion angeben. In dem Fall kenne ich aber den Rückgabewert der Funktion ja nicht, weil ich nicht weiß, welcher Typ rauskommt, wenn man ein T und ein U addiert. Deswegen
Mit diesem neuen Schlüsselwort kann man den Typ ausrechnen, ohne dass man wie da eine Variable braucht, der ein Ausdruck zugewiesen wird. Also DeckelType von T plus U heißt, bestimme den Ergebnistyp von T und plus U und gib den Ergebnistyp dieser Funktion. Und durch das Auto hat die Funktion dann wirklich den Typ. Dann könnte ich also jetzt hier aufrufen, add mit einem Long und einem Double. Er gibt ein Double oder ein Add von einem String oder einem Zeichen, ergibt ein String und so weiter. Noch eine nette Geschichte, wenn es auch nur mit Schreibweise zu tun hat, sind die sogenannten Ranged Loops. Das sieht man hier. Ich habe hier einen ganz normalen C-Vektor mit 5 Elementen, möchte darüber iterieren und die alle einzeln ausgeben, dann kann der Loop jetzt so aussehen. Einfach nur Typ der Iterationsvariablen, ein Name und hier eben jetzt in dem Fall der C-Vektor. Das gleiche funktioniert auch für alle Container, die einen Beginn und ein End haben. Also wenn das ein String-Vektor ist, dann kann ich hier so über den ganzen Vektor iterieren. Statt halt wie bisher diese ewige Schleife immer wieder zu machen, vor Iterator mit Iteratortyp ist Beginn bis End und so weiter. Also auf jeden Fall mal nett zu schreiben. So, nochmal was, was Sie kennen, zumindest mehr oder weniger. Lambda-Ausdrücke sind im Prinzip nichts anderes als die kürzeste Art und Weise, wie man eine Funktion schreiben kann. Wenn man jetzt dieses hier erstmal weglässt, ist es ungefähr so, wie das auch in C++ aussieht. Runde Klammern, die Liste mit den Parametern, ein Pfeil, der Ergebnistyp und dann in geschweiften Klammern der Funktionskörper. Diese Capture hier kann man auch weglassen, das heißt, in der einfachsten Weise sieht ein Lambda-Ausdruck dann so aus, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und der Code, der ausgeführt wird. Das ist eine Funktion. Wie man die einsetzen kann, zeige ich Ihnen wieder an einem Codebeispiel. Es ist ja nicht die einzige Art und Weise, wie man in C++ ein ausführbares Codestück an eine andere Funktion übergeben kann. Von C her kann man schon immer einen Funktionszeiger an eine andere Funktion übergeben, die das dann ausführt. Und in C++ sind dann die Funktionsobjekte dazu gekommen, also Objekte von Klassen, die einen Klammeroperator haben, sodass man das Objekt aufrufen kann wie eine Funktion mit Klammer auf und dann einen Parameter. Und diese beiden Beispiele tun im Prinzip das Gleiche. Das ist eine ganz einfache Funktion, die ihr Int-Argument ausgibt. Das ist ein Function-Object, das man so aufrufen kann, dass es ein Int-Argument ausgibt. Wozu braucht man sowas? Zum Beispiel für so Standard-Algorithmen wie zum Beispiel das for-each. Hier sehen Sie erstmal einen Integer-Vektor, der mit 10 Werten vorbelegt wird. Und das for-each kommt ja aus der Standardbibliothek und geht durch den ganzen Vektor und führt auf jedem Element eine bestimmte Aktion aus. Da gibt es jetzt in C++ klassischerweise die beiden Arten. Ich übergebe den Funktionszeiger auf die erste Funktion, die ich vorhin gezeigt habe. Zweite Möglichkeit: Ich erzeuge ein Objekt von diesem Funktor, übergebe das, weil der genauso aufgerufen werden kann. Und die dritte Methode ist jetzt eben, ich mache die Ausgabe über eine Lambda-Funktion. Das ist auf jeden Fall die, wo man am wenigsten schreiben muss und nicht irgendwo anders hin nochmal muss und dann nochmal Code erzeugen. Eine Lambda-Funktion also mit einem leeren Capture, einem Integer-Argument, die dann in ihrem Body einfach diesen Integer-Wert hier ausgibt. Diese drei Aufrufe machen also dreimal das Gleiche auf die drei verschiedenen Wege, die C++ hier bereitstellt.
Die Frage ist eigentlich nur, was ist die Capture? Das ist der Unterschied zu C#. Die Capture legt fest, auf welche Weise die Lambda-Funktion auf den Kontext zugreifen kann, also auf die anderen Variablen, die von der Lambda-Funktion aus sichtbar sind. Eine leere Capture heißt, die Funktion hier darf nichts benutzen von ihrem Umfeld. Hier habe ich eine Variante, wo auf die Variable FAC verwiesen wird. Die ist hier gesetzt. Und bei der Ausgabe wird einfach der Inhalt von einem Vektor mit der Variable multipliziert. Wenn ich das weglassen würde, dann könnte ich hier nicht auf die Variable verweisen. Also nur, was wirklich hier angegeben ist, darf ich hier drin verwenden. Dann gibt es natürlich auch Lambdas mit Rückgabewert. Ja, hier wird die Standardfunktion AnyOf benutzt. Das prüft, ob im Vektor ein Element enthalten ist, wo ein bestimmtes Prädikat, eine boolesche Funktion, darauf angewendet true ergibt. Also brauche ich eine boolesche Funktion, die ein Integer nimmt, einen boolschen Rückgabewert liefert, dann irgendwie ausrechnet, Entschuldigung, bis hierher geht es nur, dann ausrechnet, was der Rückgabewert ist. Und auch diese Funktion muss zugreifen auf dieses Z, um zu prüfen, ob jetzt in dem Fall in diesem Vektor eine 7, eine 8 und so weiter bis 17 vorkommt. Dann noch ein weiteres Beispiel. Ich will durch den Vektor gehen und will alle Werte, die da drin sind, aufaddieren. Das kann man auch als Funktor schreiben. Ich habe oben noch eine SumInt-Klasse gemacht, die bei dem Aufruf mit dem Klammeroperator halt einfach die Werte aufsummiert und in dem SumInt-Objekt speichert. Aber mit Lambdas wird es so aussehen. Ich will in dem Fall von dem Lambda-Ausdruck hier auf dieses Sum zugreifen. Das Sum ist eine Variable, die außen steht. Und ich will diese Variable auch ändern. Deswegen muss ich jetzt hier in der Capture die Referenz-Sum in das Lambda aufnehmen. Ja, so ist die Idee. Auf alles, was ich in der Lambda-Funktion zugreifen will, muss ich in der Capture angeben. Das kann ich entweder als Wert machen oder als Referenz mit dem Referenzzeichen davor. So, jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Punkt. Das Thema ist hier die sogenannten R-Value-Referenzen und Move-Semantik. Ich möchte noch mal kurz was zu R- und L-Value sagen. Eigentlich kommen die Begriffe R- und L-Value ja von rechts und links. Also man stellt sich vor, ein R-Value ist ein Wert, der nur rechts von einer Zuweisung stehen kann, und ein L-Value ist etwas, was auch links von einer Zuweisung stehen kann. Also hier zum Beispiel gibt es eine Variable a. Wenn ich schreibe, a ist 3, dann darf das a offensichtlich links stehen, deswegen ist es ein L-Value. Das 3, das darf hier rechts stehen. Ich könnte ja nicht schreiben, 3 ist a, also ist es ein R-Value. Hier sieht man, dass es nicht gehen würde. Hier sieht man das Gleiche mit einer Funktion. F von 1 könnte nicht links stehen, ich kann meinem Funktionsergebnis ja nichts zuweisen. Also a ist ein L-Value, f von 1 ist ein R-Value. So ganz funktioniert es aber nicht, was wir sehen, wenn wir da jetzt einen konstanten Integerwert b nehmen. Ich kann natürlich a ist b schreiben, a ist ein L-Value, b ist auch ein L-Value, aber b ist a kann ich nicht schreiben, weil b ja konstant ist. Das heißt also, dass mit dem R-Value, L-Value hat was mit rechts und links zu tun, ist ein Hinweis, aber nicht die vollständige Erklärung. Die vollständige Erklärung ist, ein L-Value ist alles, was eine Adresse im Speicher hat, ein Wert, der irgendwo eine Position hat, den ich später abfragen kann, etwas, dem ich etwas zuweisen kann. Während ein R-Value ist eben mehr ein temporäres Objekt. Ein Objekt, das dann eh verschwindet, also temporär ist, eine Art von Wegwerfobjekt, ein Funktionsergebnis oder eine Konstante zum Beispiel. Also die einfachste Regel heißt, ein L-Value ist ein Ding, das einen Namen hat und ein R-Value nicht. Und deswegen ist das B ein L-Value
und das A auch. F von 1 hat keinen Namen, weil das ja nicht für den Wert steht, und 3 hat auch keinen Namen. Also diese R-Values sind Werte, die keine Speicheradresse haben. Das heißt, an der Stelle, wo ich sie benutze, sind sie temporär. Beim nächsten Befehl existiert ja sozusagen schon nicht mehr. Und das bedeutet, das ist ein Wert, den ich einmal hernehme und dann vergesse. Ein Wert, der sowieso weggeworfen wird. Und das kann ich jetzt verwenden, um Move-Semantik zu implementieren. Das heißt, normalerweise, wenn Sie eine Zuweisung haben, A ist B, dann wird der Wert von B in das A kopiert. Wenn das B vorher 2 war, ist das A hinterher 2. Ganz einfach. Wenn das B vorher ein 100 MB JPEG-Urlaubsfoto von Ihnen war, dann ist das A hinterher auch ein 100 MB Urlaubsfoto von Ihnen. Es ist einfach kopiert und nach der Zuweisung ist A und B dasselbe. Das heißt, Sie haben dann 2 Urlaubsfotos oder 2-mal das Gleiche. So muss es eigentlich auch sein. Aber es gibt Fälle, wo es ausreichen würde, wenn man den Inhalt von B in das A verschiebt, statt es rüber zu kopieren. Und das wäre natürlich, wenn es ausreicht, viel performanter als die Kopie zu machen, weil die 100 MB von B nach A zu schieben natürlich viel schneller geht als Zeigeroperation, als die 100 MB tatsächlich im Speicher zu kopieren. Das ist mit Move-Semantik gemeint, dass man bei einem Copy-Konstruktor oder bei einer Zuweisung den Quellwert nicht in den Zielwert kopiert, sondern den Quellwert in den Zielwert verschiebt, um Performance zu gewinnen. Es gibt eine berühmte Klasse, das ist der Autopointer aus der Standardbibliothek, der genau das macht. Also wenn Sie den nicht kennen, ist noch nicht so schlimm, erkläre ich später nochmal. Aber das Problem bei dem ist, dass wenn man einen Autopointer einem anderen zuweist, dann macht er einen Move, das heißt, der Quell-Autopointer verliert seinen Wert, den er bis dahin hatte. Und das ist natürlich fatal, wenn Sie in Ihrem Code irgendwo ein Ist-Gleich haben zwischen 2 Autopointern und die Quelle geht dadurch kaputt, das ist schlecht. Das macht auch viel Ärger, wenn man die zum Beispiel in Container reinnimmt, weil da viele Ist-Gleich ausgeführt werden und so fort. Das heißt, Move-Semantik kann man nicht einfach so machen zwischen 2 beliebigen Objekten. Aber wenn, und das ist jetzt der Zusammenhang mit der vorherigen Folie, wenn die Quelle ein R-Value ist, dann ist es unschädlich, Move-Semantik zu machen. Weil R-Value heißt ja, dieses Objekt gibt es nur temporär, es hat gar keine Adresse, es hat keinen Namen, es ist egal, ob ich es kaputt mache oder nicht. Wenn ich einen R-Value zuweise, dann kann ich genauso gut moven, das geht auf jeden Fall schneller und an dem Quellwert wird ihn nie jemand mehr sehen, was mit dem passiert ist. Ein typisches Einsatzbeispiel dafür ist die Swap-Operation, die also den Inhalt von 2 Variablen austauscht. Die kann man ja an vielen Stellen gut gebrauchen, zum Beispiel. Hat jemand eine Idee? Genau, Quicksort zum Beispiel arbeitet extrem viel mit Swaps. Und da werden 2 Werte ausgetauscht, das heißt, ich muss sie nicht unbedingt kopieren. Wenn ich es schaffen würde, die einfach rüber zu moven, wäre gut. Ein anderes Anwendungsbeispiel. Wenn man so exception-sicheren Code machen will, der auch dann Ihr Programm nicht kaputt macht, wenn eine Exception mitten in einem Algorithmus auftritt, dann macht man das auch oft gern so, dass man in ein temporäres Ergebnis rechnet und dann am Schluss ein Swap macht und man weiß, dass alles gut gegangen ist. So, gucken wir uns das mal an. Ich habe jetzt hier eine Klasse, MyData. Leider ist es jetzt ein bisschen zu klein geworden, dass Sie nicht mehr alles sehen können. Also in dieser Klasse gibt es auf jeden Fall hier unten eine etwas größere Variable, in dem Fall jetzt so ein C-Vektor von String-Objekten
und die Länge von diesem Vektor steht in dem Feld Length. Ich kann das initialisieren mit einem Basiswert, da muss ich dann Speicher allokieren für die benötigte Anzahl an Strings und die Werte rüber kopieren, das ist klar. Auf jeden Fall hat meine Klasse auch einen Zuweisungsoperator, der so geschrieben ist, wie er herkömmlich halt geschrieben gehört. Das heißt, er bekommt eine konstante Referenz von einem MyData-Objekt. Er muss erst seine eigenen Werte hier löschen, dann den Speicher neu allokieren für die richtige Länge von dem Quellobjekt und dann alle Werte aus dem Quellobjekt rüber kopieren und sich zurückgeben. Wenn man jetzt mal mit so einem Objekt arbeitet und ein Swap implementiert, so wie das herkömmlich implementiert wird, dann kommen hier ja zwei Referenzen auf solche Data-Objekte rein. Ich brauche eine temporäre Variable, dann kopiere ich das hier rüber, dann den Wert von D2 nach D1 und dann diesen Hilfswert aus D1 wieder nach D2. So macht man ja ein Swap. Und das Problem dabei ist eben, dass wenn diese Ist-Gleichs der Kopiersemantik folgen, dann werden hier dreimal die Daten aus D1 und D2 kopiert. Und das ist völlig unnötig, weil ich am Schluss ja einfach nur die gleichen Daten wie vorher wieder brauche, nur halt einfach verdreht. Und wenn die Daten groß sind, dann dauert das seine Zeit. Machen wir hier mal. Ich habe das hier mal gemacht, das ist der Initialisierungsteil. Hier werden zwei solche Data-Objekte erzeugt. Das ist auch was Neues aus C++11. Es gibt so eine Zeitbibliothek, sehr spartanisch, aber man kann so ein bisschen die Zeit messen damit. Und hier machen wir ein Swap-Copy und die lassen wir erstmal weg. Ich swap jetzt also einfach nur zwei MyData-Objekte mit je einer Million Strings. Und brauche dafür, ich weiß nicht, ich kann das jetzt in Millisekunden nicht sagen, das hängt von dieser Chrono-Bibliothek ab, auf jeden Fall 6 Millionen Zyklen. So, und jetzt versuchen wir das mit der Move-Semantik zu machen. Das heißt also, den Inhalt von MyData nicht rüber zu kopieren bei dem Ist-Gleich, sondern rüber zu moven. Dazu gibt es hier einen zweiten Zuweisungsoperator, das ist dieser hier. Der unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er als Input-Typ dieses Konstrukt hier hat, also mit zwei Kaufmanns-Und-Zeichen und das bedeutet, der nimmt nur R-Value-Referenzen. In dem Fall muss das S ein R-Value sein und das heißt wiederum, es ist ein temporäres Objekt ohne Name, ein Objekt, das ich kaputt machen darf. Und das tue ich dann auch. Ich erzeuge nämlich gar keinen eigenen Speicher für das ausführende Objekt, sondern ich klaue mir einfach das von dem Input und setze die Daten im Input auf Null. Ich mache es kaputt, was bei einem R-Value allerdings, wie gesagt, kein Problem ist. So, damit sieht mein Swap dann folgendermaßen aus. Der Input ist genau der gleiche. Aber ich mache aus den Objekten, ja, solange sie hier stehen, sind sie ja noch L-Values. Sie haben ja Namen, D1 und D2. Aber die Move-Funktion, die macht aus einem L-Value ein R-Value. Und das bedeutet, dieser Zuweisungsoperator ist die zweite Implementierung. Und das bedeutet, nach der Zeile sind die Daten zwar in H, aber D1 ist leer. Und genauso ist es hier. Nach dieser Zeile ist D2 leer und die Daten stehen in D1. Und nach dieser Zeile ist H wieder leer und die Daten stehen in D2. Das heißt, ich habe keine einzige Kopie gemacht. Und ich habe aber trotzdem nichts kaputt gemacht, weil ich es eben ja nur swappen wollte und gar nicht dreimal kopieren. Und das Ergebnis können Sie sich wahrscheinlich denken. Wir machen im Prinzip nichts anderes als eine Pointer-Zuweisung. Und das heißt, das dauert einfach null Zyklen, wenn man das mit der Move-Semantik ausführt.
Ja, also es ist im Prinzip eine Methode, bestimmte Algorithmen auch allgemein und eben wieder mit Templates so zu realisieren, dass Klassen, die einen Move unterstützen, das auch einsetzen und da vieles halt wirklich sehr, sehr, sehr viel schneller wird. Und das, was an der Sprache hier eigentlich neu ist, nochmal, das ist diese Deklaration einer R-Value-Referenz mit den beiden Und-Zeichen. Das Move habe ich schon erklärt. Das Move ist eine Funktion, die konvertiert eine Variable in eine R-Value-Referenz. Aber weil das natürlich ziemlich gefährlich ist, immer wenn ich mit so einem R-Value arbeite und aus Versehen ein Kopieren oder ein Ist-Gleich mache, geht es kaputt, ist das so, dass diese Eigenschaft, dass man ein R-Value ist, die wird vom Compiler sofort wieder entfernt. Wenn ich will, dass sie bestehen bleibt, kann man diese Forward-Funktion verwenden. Auf die Art und Weise kann man was als R-Value-Referenz reinkommt, auch als R-Value-Referenz an eine andere Funktion weitergeben. Perfect Forwarding heißt es. Gut, neues Thema. Und zwar geht es um die Smart Pointer. Die Standardbibliothek, so wie sie bisher war, hatte genau einen Typ von Smart Pointer, das ist dieser Autopointer. Also ein Objekt, wo man einen Zeiger drin speichert und im Destruktor von diesem Objekt wird ein Delete auf den Zeiger aufgerufen, dass man das nicht mehr vergessen kann, dass es im Exception-Fall ausgeführt wird und mein Speicher keinen Leck kriegt. Das heißt, der Autopointer besitzt das Objekt, auf das er zeigt, weil er löscht es ja wieder. Und er hat aber auch eine fatale Eigenschaft, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Sein Ist-Gleich ist ein Move. Das heißt, wenn ich einem Autopointer einen Autopointer zuweise, ist der Quell-Autopointer anschließend leer. Und das kann ja an vielen Stellen passieren, wenn ich Autopointer als Wertparameter in der Funktion habe zum Beispiel oder eben, wenn ich einen Autopointer in einen Container aufnehmen will, einen Vektor von Autopointers machen. Das hat sich eben als zu gefährlich herausgestellt und deswegen ist der jetzt nicht mehr empfohlen, er ist deprecated. Stattdessen gibt es eine Abwandlung davon, das ist der Unique Pointer, funktioniert im Prinzip genauso. Der besitzt auch sein Objekt, aber das mit der Zuweisung, das kann der halt nur oder macht es jetzt nur, wenn das ein R-Value ist auf der rechten Seite und ansonsten wird es nicht mehr übersetzt. Das heißt, das ist jetzt die sichere Variante von diesem Autopointer. Und zwei weitere gibt es noch. Der da, Shared Pointer. Beim Autopointer ist es ja so, es geht nicht, wenn zwei Autopointers auf dasselbe Objekt zeigen, ist nicht gut, weil jeder von den beiden würde ja das Objekt löschen wollen, wenn er seinen Definitionsbereich verlässt. Also er besitzt sein Objekt. Wenn ich das haben will, dass zwei Smart Pointer oder mehr auf das gleiche Objekt zeigen, dann nehme ich so einen Shared Pointer, weil der mit Referenzzählung arbeitet. Das heißt, irgendwo wird gezählt, wie viele Pointer gleichzeitig auf das Objekt zeigen und erst wenn keiner mehr auf das Objekt zeigt, wird das Objekt gelöscht. Das ist der Zeiger, der Smart Pointer, den man verwenden kann in Containern zum Beispiel. Weil allerdings dieser Pointer wiederum ein Problem hat, wie alles, was Referenzzählung beinhaltet, gibt es noch einen vierten Typ, den Weak Pointer. Dieses Violette hier sind jetzt mal zwei verschiedene Objekte. Der enthält einen Shared Pointer. Wenn der hier auch einen Shared Pointer enthalten würde, würde das ja heißen, dass die Referenzzählung von dem und von dem für dieses Objekt hier 2 ist, während die Referenzzählung für den hier jetzt erstmal 1 ist. Und wenn dieser Zeiger hier seinen Bereich verlässt, zählt er den Referenzzähler runter und es bleiben praktisch die beiden übrig und jeder hält den anderen auf Referent 1 und deswegen wird da gar nichts gelöscht. Das, was die Garbage Collection jetzt hier machen würde, nämlich erkennen, dass es eine Insel ist und dann wissen, dass beide Objekte freigegeben werden können, das funktioniert auf die Art und Weise nicht. Und deswegen muss man dann eben so einen Weak Pointer hier reinmachen, der die Referenz nicht hochzählt, sondern nur vorübergehend, wenn man gerade mal darauf zugreifen will, dann ein Lock macht, dann darauf zugreift, den wieder freigibt. Und das heißt dann,
dass der Referenzzähler hier 0 ist und dann werden die beiden Objekte abgeräumt. Also, den alten Autopointer gibt es nicht mehr, dafür 3 neue. Jetzt habe ich hier noch 3 Features, die es im neuen Standard gibt, aber in Microsoft Visual C++ nicht unterstützt sind. Das sind diese Initialisiererlisten. Da geht es ganz kurz nur darum, dass man diese Initialisierung, die es in C für Arrays gibt mit geschweiften Klammern und die Werte da drinnen, einsetzen können will für Containerklassen, für Konstruktoren und für Typen, die man selbst definiert hat. Ist eine schöne Geschichte, vereinfacht die Schreibweise, macht alles ein bisschen kürzer und übersichtlicher. Gibt es in Visual C++ 2012 allerdings nicht. Das hier ist ein sehr mächtiges neues Feature, was es auch noch nicht gibt. Variadic Templates bedeutet im Prinzip, es gibt Templates mit einer variablen Zahl an Typargumenten, genauso wie es in C++ ja Funktionen gibt mit einer variablen Anzahl an Argumenten. Man kann also so Dinge schreiben und kann sagen, ich habe ein Template mit einem normalen Typ, das heißt in dem Fall F, und einer beliebigen Anzahl von restlichen Typen, also einer ganzen Liste von Typargumenten, und kann dann mit so einer Template-Funktion arbeiten und zum Beispiel wie jetzt in dem Beispiel auf so eine funktionale Art und Weise, zum Beispiel diese Typliste, die Argumente abarbeiten. Und das Dritte sind, da geht es um die Konstruktoren. Man kann hier zum Beispiel, das ist ein Konstruktor von MyData ohne Argumente, da kann ich einen anderen Konstruktor von MyData einfach aufrufen. Ist sehr praktisch, angenehm, habe ich schon immer vermisst. Und das Gleiche gilt auch dafür, wenn eine Klasse abgeleitet ist von einer anderen, dann kann ich sagen, ich will die Konstruktoren, die werden ja normalerweise nicht mitvererbt. Ich kann aber mit dem Using angeben, dass sie alle geerbt werden sollen. Erspart man sich auch wieder Schreibarbeit. Ist aber wie gesagt in Visual C++ auch nicht drin. Gut, das waren jetzt so im Prinzip die wichtigsten Spracherweiterungen. Also alles, was an der Sprache C++ selber neu dazugekommen ist. Es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Erweiterungen an der Standardbibliothek. Die wichtigsten davon beschäftigen sich aber eigentlich alle mit Multithreading. Deswegen ist das jetzt nochmal so ein Thema, wo ich ein bisschen mehr darauf eingehen möchte. Da gibt es ja bisher in C++ Standard eigentlich gar nichts dafür. Wenn man mit Threads arbeiten will, mit Synchronisationsobjekten und so weiter, hat die Sprache nichts zu bieten. Und das ändert sich jetzt. Es gibt eine Thread-Klasse und alles, was man da noch mit dazu braucht. So, die Anfangsdinge werden Sie auch wieder nicht weiter überraschen. Das einfachste aller, das beliebteste aller Thread-Beispiele ist wahrscheinlich dieses hier. Ich möchte 2 Threads machen und jeder von den beiden erhöht eine Variable, die hier Sum heißt, 500.000 Mal. Das ist eine Instanz der neuen Klasse Thread und das, was die tun soll, wird natürlich durch ein Function Object, also irgendeine Art von ausführbarem Objekt angegeben, geschickterweise durch einen Lambda-Ausdruck. Der Lambda-Ausdruck braucht hier keine Input-Parameter, aber er will eben auf diese externe Variable zugreifen, die er erhöhen muss. Deswegen diese Capture auf die Referenz von Sum. Und der zweite Thread macht im Prinzip genau das Gleiche. Die laufen sofort los, wenn sie erzeugt sind. Und der Hauptthread, der sie erzeugt hat, der wartet hier mit Join darauf, dass sie beendet sind. Also es ist ein 0815-Beispiel. Und Sie wissen wahrscheinlich, was passiert.
wir greifen hier völlig ungeschützt auf diese variable Summe von zwei Threads aus zu. Der eine schreibt vielleicht gerade, der andere liest vielleicht gerade. Es gibt ein Data Race und das führt dazu, dass das Ergebnis wahrscheinlich nicht exakt ist. Gucken wir mal. Ups, das habe ich schon mehr gezeigt, als ich Ihnen zeigen wollte. Sie haben die Zahlen nicht erkannt, oder? So, es hat 70.000 Zyklen gedauert und das Ergebnis ist nicht, wie man es sich wünschen würde, 1 Million, sondern in dem Fall sogar ganz schlechte unter 600.000. Es gibt zwei Effekte, warum das nicht funktioniert. Das eine ist der Zugriff auf diese Variable, also gerade beim Plus-Plus ist nicht atomar. Das heißt, wenn zwei Threads das zur selben Zeit machen, können Bestandteile dieses Plus-Plus sich ineinander greifen, sodass die nicht schön abwechselnd auf der Variable arbeiten und sich deswegen nicht unbedingt den erhöhten Wert schon sehen. Der andere Effekt ist jetzt hier nicht so wichtig, das wäre die Sortierung der Datenzugriffe. Also es kann auch sein, dass der Compiler oder der Prozessor das so optimieren, dass die Summen nur einmal lesen und dann hinterher 5-mal inkrementieren, was natürlich auch dann den Inhalt von der Variablen durcheinander bringt, wenn der andere Thread das gleiche macht. Also Thread-Bibliothek erstmal ganz einfach. Es gibt die wesentlichen Operationen. Ich kann einen Thread erzeugen, ich übergebe dem ein aufrufbares Objekt. Ich warte, bis er fertig ist mit Join. Ich kann ihn detachen, das heißt also die Lebenszeit von dem aufrufenden Thread abkoppeln, sodass sich der aufrufende Thread sich beenden kann und der erzeugte Thread dann trotzdem weiterläuft. Und Threads haben auch eine ID, über die man sie identifizieren kann, das ist die Get-ID. Das war es dann im Wesentlichen aber schon, was die Thread-Klasse zu bieten hat. Aber wenn man eben mit Threads arbeitet, dann muss man auch Möglichkeiten haben, dieses Problem hier zu lösen. Und das löst man ja normalerweise, Entschuldigung, mit Synchronisationsobjekten, zum Beispiel mit einem Mutex. Den Begriff kennen Sie ja wahrscheinlich. Mutex ist ein Ding, das kann man locken und wieder anlocken und es kann immer nur einer auf einmal locken. Das heißt, der Mutex gehört entweder dem einen Thread oder dem anderen und wenn ein Thread den Mutex erfolgreich gelockt hat, dann kann er irgendwas tun, wo ihm der andere Thread nicht dazwischen funken kann. Das ist so, wie man das auch von Windows her kennt, von anderen Programmiersprachen her kennt. Jetzt ist es aber so, man muss natürlich, damit das Programm korrekt bleibt, sicherstellen, dass jedes Mal, wenn mein Thread einen Mutex lockt, der gleiche Thread den Mutex auch anlockt. Wenn er das vergisst aus irgendeinem Grund, dann bleibt der gesperrt und das Programm geht nicht mehr weiter. Solche Dinge zu tun, ist in C++ ein typischer Fall für das Idiom, das heißt Resource Acquisition is Initialization. Das bedeutet, man nimmt sich ein Objekt, der Konstruktor macht den Lockaufruf, der Destruktor macht den Unlockaufruf. Und C++ sorgt dafür, das muss ich dann als Programmierer nicht mehr selber machen, dass zu jedem Lock auch wirklich ein Unlock existiert, weil garantiert ist, dass der Destruktor aufgerufen wird. Dieses Objekt in der STL oder eins von denen, die es da gibt, heißt LockGuard. Also mein Thread muss hier nicht viel tun. Der Hauptthread erzeugt in dem Fall einen Mutex. Jeder ausführende Thread erzeugt ein LockGuard auf den Mutex, nennt den L. In dem Konstruktoraufruf wird der Mutex schon gelockt, dann führt er den Plus-Plus-Sum auf. Hier irgendwo wird dann der Destruktor ausgeführt und der Unlock erfolgt. Also eigentlich ganz normal, mit dem einzigen Unterschied, dass es hier in C++ halt ein LockGuard-Objekt gibt, das das Lock und Unlock kapselt. So, dann gucken wir mal, was das für ein Ergebnis hat. Also die gute Nachricht ist, die Zahl ist jetzt 1 Million, das heißt, mein Programm ist korrekt. Die schlechte Nachricht ist, es hat
ungefähr 100-mal länger gedauert als im Original. So ein Lock und Unlock ist eben ganz schön aufwendig. Da wird ja teilweise gewartet. Da müssen Zugriffe geschützt werden, da müssen sogenannte Memory Barriers gemacht werden, dass die Reihenfolge der Zugriffe auf die Variable gesteuert wird und so fort. Das kostet halt alles Zeit und in dem Fall 100-mal so viel Zeit. Deswegen gibt es auch noch andere Ideen, wie man Dinge synchronisieren kann zwischen verschiedenen Threads, ohne gleich ein Lock machen zu müssen, also irgendwas Leichtgewichtigeres machen zu müssen. Und in dem Fall ist es ja so, das, was ein Lock eigentlich tut, ist viel zu viel für das, was wir eigentlich brauchen. Weil was uns eigentlich genügen würde, ist ja, wenn dieses Plus plus Sum atomar wäre, dann könnten sich die beiden Threads eigentlich schon nicht mehr in die Quere kommen. Das ist die Minimalanforderung. Ich will, dass das Inkrementieren von Sum in einem Schritt erfolgt und nicht, dass die beiden Threads so Teilschritte davon ineinander verschachteln können. Wenn das jeweils nur ein Schritt ist, dann geht das gut. Und dafür gibt es in C++ 11 die sogenannten atomaren Typen. Das bedeutet, Sie können jeden trivialen Typ atomar machen, indem Sie die Atomic-Klasse, Template-Klasse, darauf anwenden. Also unser Sum ist jetzt kein Int mehr, sondern ein Atomic-Int. Und das bedeutet, es gibt so eine Handvoll einfacher Operationen, die man auf dieses Sum anwenden kann, die atomar ausgeführt werden, kein anderer Thread kommt dazwischen. Eine dieser Operationen ist dankenswerterweise auch das Plus-Plus. Das heißt, an diesem hier ändert sich im Vergleich zur ersten Variante überhaupt nichts. Der einzige Unterschied ist, Sum ist atomar und das war es dann eigentlich. Jetzt gucken wir uns an, was das hier bringt. Das ist halt nicht mehr so schwergewichtig wie ein Lock, sondern sozusagen nur die Minimalanforderung. Sie sehen hier, dass es immer noch korrekt abläuft. Das Ergebnis ist 1 Million. Und Sie sehen hier, ganz grob gesehen, ich bin nur noch um einen Faktor gute 10 langsamer als die Originalversion und nicht mehr um fast 100, wie in der Locking-Version. Also atomare Typen sind im Prinzip dazu da, sogenannte lockfreie Multithreading-Applikationen zu erstellen, weil wenn man so oft man auf Locks verzichten kann oder je mehr man auf Locks verzichten kann, desto schneller wird das Programm. Und der andere Punkt ist auch, wenn nicht gesperrt wird, gibt es auch keine Deadlocks. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass mein Programm durchläuft, wenn ich mit so einfachen Synchronisationsdingen arbeiten kann, als wenn ich immer gleich ein Mutex benutze und was sperren muss. Ja. Von? Nee, es gibt es nicht. Also was es noch gibt, wenn man eine Stufe tiefer geht, ist, es gibt noch so Low-Level. Also man kann mit Speichermodellen arbeiten, die nicht mehr streng sequenziell sind und dann auch manuell so Memory Barriers einziehen. Aber das ist ja jetzt eher praktisch tief gelegt und das, was Sie meinen, ist ja sozusagen eine höhere Funktionalität, aber das gibt es nicht mehr. Ja, genau. Ja, nee, aber das gibt es nicht. Ja. Ja, genau. Also wenn man jetzt schlau ist, so wie so ein Algorithmus halt wäre, dann ist es ja die Frage, jetzt in dem Fall sieht es so aus, als wollte ich eine Variable 1 Million mal inkrementieren. Das ist ja als Anforderung her schon mal Quatsch. Ich schreibe einfach, plus ist 1 Million, dann bin ich auch fertig. Aber es geht ja darum, einfach nur zu beweisen oder zu zeigen, zwei Threads greifen gemeinsam auf eine Ressource zu und ich muss irgendwas tun, um die zu schützen. Also stellen Sie sich vor, dass das jetzt eben kein Inkrement ist, sondern ein Schreiben in eine Datenbank oder sowas, ja,
dann kann man das auch nicht mehr so reducen eben, sondern dann ist es wirklich ein Zugriff irgendwie parallel auf die gleiche Ressource. Ja, sowas Ähnliches zeige ich gleich nochmal. Das ist jetzt ein anderes Thema. Also wir waren jetzt praktisch, wir haben jetzt auf der Thread-Ebene angefangen. Das ist sozusagen die Standardebene mit Mutexen. Dann sind wir eine Schritte runtergegangen, haben geguckt, was gibt es für low-leveligere Synchronisationsobjekte. Und wir können auch einen Schritt hochgehen, weil es gibt auch noch ein bisschen höherwertige Unterstützung. In C++ gibt es keine Critical Section. Nee. Genau. Also das ist jetzt eben, genau, also der Name Mutex, der ist jetzt, der kommt ja jetzt aus der Standardbibliothek. Und das hat zwar dieselbe Bedeutung wie ein Windows Mutex, ist aber nicht das gleiche. Also ob der jetzt sozusagen drunter als Windows Critical Section implementiert ist oder als Windows Mutex, das hängt halt von der Implementierung ab. Ja, also das Gute dran, sage ich mal, ist ja, dass es jetzt eine Bibliothek gibt, die in jeder C++-Implementierung vorhanden ist und wo ein definiertes Verhalten in allen C++-Programmen gleich ist, wenn ich die mit dieser Bibliothek mache und nicht mehr, ich muss nicht mehr auf Betriebsfunktionen runtergehen, auf Betriebssystemfunktionen. Ja? Also erstmal nicht, aber es gibt natürlich Leute, die basteln sich dann daraus wiederum Sachen, die auf komplexe Strukturen gehen. Okay? Ja, also dazu noch ein paar Bemerkungen. Es gibt Thread Local Storage, also Variablen, die man als statisch zum Beispiel definieren kann, aber dann pro Thread instanziert werden, jetzt auch im Standard mit dem Schlüsselwort Thread Local. Es gibt hier, das ist mal die Zusammenfassung, es gibt eigentlich vier verschiedene Arten von Mutexen. Also Mutexe, die normal sind, die kann man auch mit Bedingungen sperren. Also man kann fragen, kann ich dich jetzt haben, sodass er nicht blockiert, wenn man das aufruft, sondern er kommt dann zurück, wenn er schon blockiert ist. Man kann was anderes machen in der Zeit. Es gibt rekursive Mutexe, die dasselbe Thread mehr als einmal locken kann. Und es gibt Timed Mutexe, wo man sagen kann, versucht das Allokieren für eine bestimmte Zeit und kehrt zurück, wenn das in der nächsten Sekunde nicht gelingt. Die atomaren Optionen sind jetzt im Prinzip natürlich die Zuweisung an Load und Store. Also Load ist im Prinzip auch eine Zuweisung, nur ein Rückgabewert und Store ist ein Schreiben. Man kann zwei Werte atomar austauschen, man kann vergleichen und austauschen, halt die üblichen Operationen. Die ist unter Windows auch mit diesem Interlocked Präfix gibt. So, dann zusätzlich jetzt sozusagen zum Mutex gibt es auch die Bedingungsvariablen, Condition Variables, und die muss man sich vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, Sie kennen Windows, es gibt unter Windows die Events. Ein Event ist eine Methode, wo ein Thread dem anderen sagen kann, jetzt ist was passiert. Also der eine Thread wartet auf die Condition Variable, zum Beispiel mit so einer Wait Funktionsaufruf, und der andere Thread ruft auf dieser gleichen Condition Variable ein Notify One auf, und das bewirkt eben, dass dieses Warten hier ein Ende hat und dieser Thread hier weitermachen kann. Ja, so ähnlich wie ein Windows Event, nur halt jetzt in der Standardbibliothek und deswegen unter allen Betriebssystemen und so weiter gleich. So, und dann kann man eben auch eine Stufe höher gehen, so ähnlich wie Sie gerade gesagt haben, in .NET gibt es die Task Library, es gibt auch in der Standardbibliothek so eine Art Task Library, die heißt Futures and Promises. Das sind tolle Namen. Ist im Prinzip aber halt eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt viel Code für relativ wenig, was passiert. Da benutze ich wieder die Zeitbibliothek, um die Zeit zu messen.
die neue Zufallszahlenbibliothek, das ist das hier, um einen Vektor mit Zufallszahlen zu füllen. Und hier ist jetzt das, was eigentlich zu diesen Futures gehört. Die Methode Async erzeugt für eine Task ein sogenanntes Future. Die Task wird dargestellt wieder als Lambda-Ausdruck, was hier zu tun ist. In dem Fall geht es darum, dass mit dem STL-Algorithmus Sort der Vektor von Anfang bis Ende sortiert wird. Aber natürlich asynchron. Und das Future ist das Ding, mit dem ich dann auf das Ergebnis zugreifen kann. Also der startet hier, erzeugt sich dann selbst ein Thread, führt das aus und den Rückgabewert, den kriege ich hier mit fget. Der Aufruf wartet dann eben so lange, bis der Task zu Ende ist. Und eigentlich müsste ich das jetzt noch an irgendwas zuweisen, wenn ich ein Ergebnis hätte, würde mir das Ergebnis der Operation dann als Funktionswert zurückliefern. Also ein bisschen höhere Möglichkeit, wie man asynchrone Tasks ausführen kann. Man kann dann schon noch ein bisschen mehr machen und mehr Kontrolle ausüben auf die Futures und auf die Promises, aber das ist eigentlich das Prinzip dieser Task-Bibliothek. So, jetzt kommt noch eine Liste von anderen Erweiterungen, die es gibt, die ich nicht vorführen muss, weil a, die Zeit fehlt und b, man sich eh schon ungefähr vorstellen kann, was dahinter steckt. Es gibt jetzt Arrays, das sind so ähnlich wie Vektoren, aber mit fester Länge. Es gibt Container, die mit Hash-Werten arbeiten, die sogenannten Unordered Containers, Unordered Set, ein Unordered Map. Es gibt eine ausführliche Bibliothek, sehr umfangreiche Bibliothek für reguläre Ausdrücke. Tuples, also die Erweiterung von Paar auf eine beliebige Anzahl von Elementen. Eine sehr spartanische Zeitbibliothek, wo man Zeitpunkte, es gibt einen Datentyp für Zeitpunkte, einen Datentyp für Zeitintervalle, aber man kann eigentlich nicht wirklich viel damit machen, insbesondere nicht konvertieren in normale Zeiten. Eine Zufallszahlenbibliothek, die recht gut ist, weil man die Verteilung der Zufallszahlen bestimmen kann. Die macht nicht nur einfach Zufallszahlen, sondern man kann halt eine Gaussverteilung oder eine konstante Verteilung und so weiter festlegen. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Algorithmen. Es gibt eine neue Bibliothek für Brüche. Und es gibt hier was, was hier eigentlich mehr oder weniger reingerutscht ist, weil es nicht zu C++ 11 gehört, sondern eine Microsoft-spezifische Erweiterung ist. In den Standard ist es noch nicht drin. Es gibt endlich Klassen fürs Filesystem, wo man mal ein Verzeichnis abfragen kann oder was eine Datei umbenennen kann und so fort. Ja, das wäre jetzt die Zusammenfassung, ein Überblick über die Erweiterungen in C++ 11. Aber wenn ich sage C++ heute auf so einer Veranstaltung wie dieser her, dann muss ich zumindest noch zwei Folien zum Thema WinRT sagen. WinRT ist ja die neue Bibliothek für Windows 8 Anwendungen und die basiert jetzt nicht mehr auf Managed Code, sondern sie basiert auf nativen Code. Und das Komponentenmodell, das dahinter steckt, sind deswegen auch keine .NET Assemblies oder .NET Klassen, sondern das sind COM-Komponenten. Würde mich mal interessieren, wer von Ihnen kennt eigentlich COM noch? Okay, wahrscheinlich in anderen Sessions hätte das anders ausgesehen. Das ist ein Komponentenmodell basierend auf nativem Code, das schon 25 Jahre alt ist, das jetzt sozusagen wieder ausgegraben wird, weil es halt ein natives Komponentenmodell ist und in seiner Ausprägung ja auch irgendwie ganz sinnvoll aussieht. Allerdings ist es so, dass man bisher, wenn man mit diesem COM-Modell arbeiten will, in C++ ziemliche Umstände hat. Also es gibt so eine spezielle Template-Bibliothek dafür, die ATL, die recht kryptisch ist. Es gibt einen speziellen Precompiler, um diese Interfaces zu erzeugen und zu importieren, den Middle. Und es gibt eine ganze Menge von Typen und ein bisschen auch ein Chaos, muss man einfach sagen, was sich in der Zeit entwickelt hat.
sodass das Arbeiten mit COM bisher keinen großen Spaß macht, nicht mehr richtig zeitgemäß ist. Und deswegen hat Microsoft jetzt zusätzlich zum C++ Standard auch eine Erweiterung von C++ gemacht, C++ CX, wo das Arbeiten mit COM-Komponenten in die Sprache aufgenommen ist. Das ist ganz analog zu sehen zu C++ CLI, wo es Spracherweiterungen gibt für C++, damit man mit .NET-Komponenten aus der .NET Runtime arbeiten kann. Gibt es eben C++ CX zum Arbeiten mit COM-Komponenten für WinRT. Und das ist erstmal ein ganz normales C++, das heißt also alles, was ich bisher gesagt habe, gilt auch für dieses, zumindest zu 99%. Plus jetzt eben Dinge, die man für COM braucht, und das sind Sachen wie Ref, Schlüsselwort, das heißt also eine Klasse, die mit Ref ausgezeichnet ist, ist dann eben eine COM-Komponentenklasse und keine normale C++-Klasse. Es gibt Properties, wie in .NET, wie in C++ CLI, also Paare von Gettern und Settern, um auf Eigenschaften zuzugreifen. Es gibt Interfaces, was man in C++ halt eher als reine abstrakte Basisklasse bezeichnen würde. Es gibt Delegaten, wie in C#. Es gibt Events, wie in C#. Es gibt eine spezielle Form von Generics. Und es gibt in diesem C++ auch Attribute. Also eine Erweiterung, ähnlich wie C++ CLI, aber halt zum Arbeiten mit COM-Komponenten, und man kann auf diese ganzen Dinge verzichten, die man bisher gebraucht hat. Es gibt keinen Import mehr und keine RTL-Basisklassen und kein Mittel mehr, sondern man kann eigentlich schön C++-Code schreiben und die COM-Komponenten fast so benutzen, als wären es C++-Klassen. Was aber noch dazu kommt, ist, dass WinRT stark auf Asynchron wiederum abzielt. Das heißt, jede Funktion in einer WinRT-Komponente, wo auch nur der Verdacht besteht, sie könnte mal ein bisschen länger dauern, ist eine asynchrone Methode. Das kennen Sie vielleicht auch von C#, gibt es ja jetzt auch, da gibt es dann dieses Pattern, Async Await und so. In C++ hätte man das jetzt so machen können und hätte Standardklassen benutzen können, die ich jetzt gerade geschildert habe, von der Multithreading-Unterstützung von C++ 11, um mit diesem Asynchron umzugehen, hat Microsoft jetzt nicht gemacht, weil es gibt ja auch eine alte Bibliothek, die schon seit ein paar Jahren existiert, die Parallel Patterns Library, und die wurde jetzt entsprechend angepasst. Das heißt, wenn man jetzt mit den asynchronen WinRT-Methoden arbeitet, dann soll man diese Bibliothek benutzen. Da gibt es Tasks drinnen, so ähnlich wie die Futures. Also ich rufe eine asynchrone Methode auf, kriege ein Antwortobjekt zurück. Da gibt es Container drin, die so geschrieben sind, dass man sie von mehreren Threads aus gleichzeitig benutzen kann, ohne jetzt spezielles Locking machen zu müssen. Und es gibt Algorithmen drin, dass ich Container zum Beispiel zum Sortieren oder zum Suchen von mehreren Threads gleichzeitig bearbeiten lassen kann. Ein Parallel for Each. Ja, das ist nur mal, damit Sie das mal gehört haben. Neue Dinge auch jetzt speziell für Microsoft und speziell für WinRT. Gut, damit wären wir am Ende angelangt. Die Frage ist, was nimmt man aus sowas jetzt mit? Ich denke, was man auf jeden Fall sieht, ist, C++ ist nie tot, es war nie tot. Ob es jetzt die große Renaissance erlebt, wissen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird viel investiert, es sind alle neuen Paradigma für Bibliotheken, kommen auch da irgendwann mal rein. Es gibt Features, die keine anderen Sprachen haben, wie zum Beispiel dieser extensive Umgang mit C++, sodass es nach wie vor die mächtigste Programmiersprache ist, die es gibt, schlichtweg. In Visual C++ 2012 ist zwar noch nicht alles drin, was der neue Standard vorsieht, aber die wichtigen Dinge, würde ich sagen, sind drin. Es gibt ganz viel und der Rest wird sicher nicht auf sich warten lassen. Das heißt also, die Botschaft ist im Prinzip, C++ lebt, wird immer besser, wird immer mächtiger. Und wenn Sie wirklich ganz stark auf Performance und extrem auf Performance ausgehen, ist es vielleicht auch wieder eine Programmiersprache, wo Sie das nächste Mal dann dran denken können, ob Sie es nicht in Betracht ziehen. Also ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Restpasta und vielleicht dann bis im Frühling oder so. Tschüss.